Ich habe wieder ein bisschen gebastelt und zwar habe ich eine H1 oder HS1 bzw. HS4 Birne in einen Scheinwerfer reingefuchtelt. Normalerweise ist hier diese absolut beschissene Geschichte da drin. Und das Ganze läuft wie folgt. Handy abstürzt. Übrigens, wenn die Sauerei hier stört, der kann gerne kommen zum Aufräumen. Also, ich reiß das mal gerade voneinander. Moment. So. Da ist sie, die H4 Birne bzw. Leuchtmittel. Ich habe jetzt hier 12 Volt gewählt. Man kann natürlich auch 6 Volt reinstopfen. Das ist die HS1 dann zum Beispiel. Ist somit sehr universal nutzbar. Ob 12 Volt, ob 6 Volt, scheißegal. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe dazu hier vorne den kleinen Schlitz etwas größer gefräst mit hier so einem Dremeldingen und hier an der Seite natürlich auch die zwei Schlitze reingefräst, dass die Birne dann schön optimal da reinfasst. So, sitzt so wirklich fest. Hier neben habe ich noch so eine kleine Kerbe reingefuchtelt, damit nachher die Schnurfeder aus dem Getriebe da besser reinpasst und nicht die Birne so seitlich hochklafft. Das war am Anfang so ein bisschen ein Problem, weil die Schnurfeder hier drüben, die ich oberhalb der Mitte angebracht habe, also man sieht oberhalb, ja, dann wird das Ganze schön da reingedrückt. So, auf jeden Fall ist Schnurfeder verbunden mit einer anderen Feder, die eigentlich für den Scheinwerfer gedacht war, zum Einstellen auch. So. Und wenn man das jetzt hier hochdrückt, schon ist das Problem weg. Also ich denke, damit kann jeder was anfangen. Und der Vorteil ist halt bei der HS1-Birne, dadurch, dass es eine Halogene ist, ist er auf jeden Fall leistungseffizienter im Vergleich zur normalen, die vorher drin war. Ja, dann viel Spaß beim Nachbauen und vielleicht sehen wir uns auch mal auf Facebook. Da haben wir unter Simson Geschwader Osthessen auch einige Videos noch drin von Ausfahrten und so weiter. Herzlichen Glückwunsch. Los geht's.